Liebe Dürkheimerinnen, liebe Dürkheimer, ich wünsche Ihnen von Herzen alles Gute im neuen Jahr, vor allem Gesundheit und Zuversicht. Möge es ein Jahr werden, in dem wir das Trennende überwinden und uns auf unsere Gemeinsamkeiten und unsere Stärken besinnen. Denn, so hat es Willy Brandt einmal formuliert, nichts kommt von selbst und nur wenig ist von Dauer. Oder wie Herbert Grönemeyer einmal gedichtet hat, bleibt alles anders. Meine Damen und Herren, seit über 75 Jahren haben wir Frieden in Europa. Wir leben in Wohlstand wie keine Generation vor uns. Es geht uns gut, besser als den meisten Menschen in den ärmeren Ländern der Welt. Und wir haben eine funktionierende Demokratie und ein Gemeinwesen, in dem sich unglaublich viele Menschen engagieren und für andere einsetzen. Das ist großartig. Und dafür sind wir sehr dankbar. Und es war für uns alle unvorstellbar, dass ein Virus dies alles so plötzlich in Frage stellen und unser Leben so grundlegend verändern könnte. In den letzten zwei Jahren wurde unsere Geduld wirklich auf die Probe gestellt und wir haben unsere Freiheit enorm einschränken müssen. Für viele Menschen ging diese Krise an die Existenz, finanziell, beruflich, persönlich. Viele waren über die Maßen gefordert, nicht nur in den Krankenhäusern und Kliniken. Viele konnten ihren Beruf nicht ausüben. Es gab kaum Veranstaltungen, kaum Kultur. Hotels und Gastronomie waren immer wieder eingeschränkt. In den Kitas und Einrichtungen haben sich ständig die Regeln geändert. Eltern mussten sich neu auf die Situation einstellen. Dann diese ganzen Geschichten rund ums Homeoffice. Sie alle kennen solche Situationen, die uns belastet und an unsere Grenzen gebracht haben. Heute ist auch eine gute Gelegenheit, an alle jene zu denken, die es schwer hatten und die es schwer haben, und sich mit ihnen solidarisch zu zeigen. Auch das ist wichtig in dieser Zeit. Denn natürlich war es überraschend, wie sehr die Pandemie unser Leben verändert hat, aber es ist vor allem auch verstörend und es hat viele von uns verunsichert. Wie konnte das alles passieren, ohne dass wir es beeinflussen konnten mit unserer Wissenschaft, mit unserem Geld, mit unserer Technik? Unvorstellbar eigentlich. Ich persönlich glaube tatsächlich, dass diese Verunsicherung tief sitzt und dass sie auch gefährlich werden kann, wenn die Menschen ihre Angst und ihre Verunsicherung in Schuldzuweisungen und in Verschwörungstheorien Luft machen. Wir erleben das alle und natürlich ist das auch allzu menschlich. Aber deswegen will ich heute auch allen danken, die sich dem entgegenstellen. Ich will allen danken, die durchgehalten haben, die fröhlich und zuversichtlich geblieben sind, die andere unterstützen und ermutigen, die konstruktiv geblieben sind und dadurch in diesen schwierigen Zeiten für Menschlichkeit und für Hoffnung gesorgt haben. Das ist aller Ehren wert. Vielen Dank. Denn das ist wichtig, dass wir zusammenhalten und dass wir uns gegenseitig ermutigen. Wir haben die Kraft gestärkt, aus dieser Krise hervorzugehen. Vermutlich werden wir nicht mehr dieselben sein. Aber vielleicht werden wir etwas bewusster leben, bewusster miteinander und mit der Natur, mit dem Klima umgehen und etwas mehr wertschätzen, was unser Leben ausmacht. Darauf hoffe ich und das wünsche ich uns in diesem neuen Jahr 2022. Und ja, ich freue mich auf dieses neue Jahr. Bleibt alles anders? Dann gut, denn nichts kommt von selbst und nur wenig ist von Dauer. Besonders freue ich mich darauf, mit Ihnen und mit euch wieder unser Stadtfest zu feiern und unsere Kerven in den Ortsteilen. Ich glaube ganz fest daran, dass wir sie feiern. Ich möchte endlich wieder mit Ihnen allen ins Gespräch kommen und Pläne schmieden für die Zukunft. Und ja, ich freue mich auf den Wurstmarkt. Wir werden alles dafür tun, dass er stattfinden kann. Und ich sage auch, das wird natürlich schwierig, wenn wir Einlasskontrollen machen müssten. Das passt einfach nicht zu unserem größten Weinfest der Welt. Also drücken wir die Daumen. Und übrigens, ich vermute sehr, dass nur Geimpfte und Genesene auf den Platz dürfen.
Ich sage das schon mal, weil es vielleicht noch mal eine zusätzliche Motivation sein könnte für den einen oder die andere, die noch zögern beim Impfen. Ich nehme diese Diskussion und auch die Bedenken sehr ernst. Trotzdem, ich persönlich bin der festen Überzeugung, dass es uns nur mit weiteren Impfungen gelingen wird, die meisten Einschränkungen hinter uns zu lassen. Wir alle wollen uns doch wieder unbeschwert treffen und unsere kleinen und großen Feste feiern. Und ich glaube fest daran, dass uns das auf diesem Wege gelingen wird. Und ich danke allen, die dazu beitragen. Ja, meine Damen und Herren, die letzten 2 Jahre waren nicht immer leicht. Ich finde, wir haben trotzdem viel geschafft in Bad Dürkheim. Wir waren auch als Verwaltung immer nah dran am Geschehen. Wir haben schnell reagiert. Wir waren immer ansprechbar. Das ist nicht immer leicht gewesen in dieser Zeit. Gerade das Bürgerbüro und das Ordnungsamt haben da doch einiges auch an Unzufriedenheit abbekommen. Und deswegen gilt heute mein herzlicher Dank den Mitarbeitenden der Stadt und der Stadtwerke für diese große Leistung und für das Engagement oft über den normalen Job hinaus. Danke auch im Namen der ganzen Stadt. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ging. Wir hatten als Verwaltung in dieser Pandemie oft das Gefühl, einen Schritt vor und dann wieder 2 Schritte zurückzugehen. Und natürlich ist dadurch auch das ein oder andere einfach liegen geblieben, was wir jetzt im Frühjahr und im Sommer nachholen werden. Dazu gehört das viel diskutierte Hundekotbeutel-Konzept. Wir bauen über 60 Hundekotstationen in der Stadt auf und in den Stadtteilen und schließen dieses Projekt endlich ab. Das war einer von den besonderen Momenten, als wir in einer Stadtratsvorlage versehentlich geschrieben hatten, wir würden Hundekotspender aufstellen. Das will ich mir lieber nicht vorstellen. Wir werden bis Sommer das neue Kneippbecken an der Saline fertigstellen mit einem Mosaikkunstwerk. Und wir hoffen sehr, dass die in diesem Rahmen geplanten Mosaiktage dieses Jahr endlich stattfinden können. Wir stellen unser Spielplatzkonzept fertig und beginnen mit den ersten Maßnahmen. Wir wollen eine spielfreundliche Stadt werden, übrigens für alle Altersgruppen bis hin zu den Senioren. Die Lüftungsanlagen in den Grundschulen sind bereits auf der Zielgeraden. Wir sind eine der ersten Kommunen, die echte Außenluftanlagen mit Wärmerückgewinnung in nahezu allen Klassenzimmern installiert haben. Eine große Leistung gerade des Bauamts. Und unsere Solarstrategie nimmt so richtig Fahrt auf. Neben den Projekten der Stadtwerke und der Beratung für Privatpersonen, die jetzt auch so richtig gut angelaufen ist, untersuchen wir die ersten 10 Dächer von städtischen Einrichtungen. 1000 Kilowatt Peak Neuzubau ist das Ziel für 2022. Ich bin gespannt. Bad Dürkheim bekommt ein neues Logo und eine neue Gestaltungslinie für alle Veröffentlichungen in der Stadt und der Stadtverwaltung. Ein spannender Prozess, in dessen Rahmen ich Sie, Sie erinnern sich vielleicht, vor einem Jahr gefragt habe, was Bad Dürkheim eigentlich ausmacht. Das waren spannende Diskussionen. Wir haben das in mehreren Workshops und mit der Agentur verdichtet auf im Grunde 2 Dinge. Die Herzlichkeit und die Lebensfreude der Pfalz, also sozusagen Pfalz pur oder im Herzen der Pfalz. Und das Solebad, die Quelle der Freude, Achtsamkeit, also sowas wie eine moderne Kurstadt. Und daraus werden wir nun eine Stadtmarke, eine Gestaltungslinie und ein Logo entwickeln. Und die Grundidee dazu soll im Stadtrat im Februar vorgestellt und beschlossen werden, damit wir es dann im Laufe des Jahres die Gestaltungslinie ausrollen können. Seien Sie gespannt. 2 wichtige Diskussionen stehen für das Frühjahr und den Sommer an. Das ist zum einen die städtischen Wohnungen und bezahlbarer Wohnraum und, was schon auch damit zusammenhängt, die Fortschreibung unseres Flächennutzungsplanes. Darin wird festgeschrieben, wie sich unsere Stadt städtebaulich weiterentwickeln soll in Bezug auf Wohngebiete und Gewerbeflächen, auf Landwirtschaft und Grün- und Naturflächen. Das wird sicher auch eine spannende Diskussion.
Ja, und das Themenfeld städtische Wohnungen und bezahlbarer Wohnraum ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiges und auch drängendes, weil wir jetzt zügig die Weichen stellen müssen, damit dieser Zug in den nächsten Jahren so richtig ins Rollen kommt, nämlich städtische Wohnungen zu sanieren, auch neuen Wohnraum zu schaffen, also neu zu bauen. Und das braucht natürlich seine Zeit und am Ende braucht es auch Geld. Vor dieser finanziellen Frage müssen wir zum Glück in Bad Dürkheim keine allzu große Angst haben, denn wir haben seit vielen Jahren einen ausgeglichenen Haushalt. Wir haben seit meinem Amtsantritt keine neuen Schulden gemacht, sogar Kredite abgebaut und wir können frei über unsere Investitionen verfügen, ohne dass die Kommunalaufsicht uns hier Vorgaben macht, weil wir weiterhin eine sogenannte freie Finanzspitze haben. Also neben den laufenden Ausgaben auch die Finanzierung unserer Investitionen über die Jahre selbst erwirtschaften. Und wenn man das addiert, dann ist sogar noch ein bisschen Luft. Das ist die sogenannte freie Finanzspitze. Im Jahr 2022 immerhin 1,8 Millionen Euro. Das heißt natürlich nicht, dass wir nicht sorgsam mit unseren Mitteln umgehen, aber es heißt eben auch, dass wir in die Zukunft investieren können und dass wir das auch tun. In städtische Wohnungen, in barrierefreie Radwege, in die Gesundheitsstadt, in die Kultur, in die Kindergärten und Schulen, natürlich in die Digitalisierung und in das Breitbandnetz, aber auch in Sicherheit und Ordnung. So haben wir zum Beispiel jetzt zwei neue Stellen im Vollzugsdienst geschaffen, damit wir auch abends und am Wochenende präsent sein können mit dem Ordnungsamt in der Stadt. Und wir sind Modellstadt urbane Sicherheit geworden, wo es zum Beispiel um Kriminalprävention geht, aber natürlich auch um Großveranstaltungen. Und das ist natürlich eine echte Dürkheimer Spezialität. Und so weiter. Es gäbe viel zu erzählen, aber ich habe mir vorgenommen, mich heute etwas kürzer zu fassen, denn heute ist eben kein Neujahrsempfang. Es ist nur eine Neujahrsansprache, bei der ich Sie aber auch zu einem Empfang einladen möchte, nämlich zu einem Frühlingsempfang, mal etwas anders, in einem neu konzipierten Format unter freiem Himmel. Am 18. Mai lade ich Sie herzlich zu einem kleinen Bürgerfest in die Stadt ein, denn an diesem Tag wird unsere rheinland-pfälzische Verfassung 75 Jahre alt. Und dann soll dort an der Open-Air-Bühne auch der offizielle Frühlingsempfang der Stadt Bad Dürkheim stattfinden. Sie sind schon heute herzlich eingeladen und dann wird sicher auch noch Gelegenheit sein, etwas ausführlicher über die aktuellen Projekte zu sprechen. Meine Damen und Herren, liebe Dürkheimerinnen und Dürkheimer, für heute bleibt mir der Dank an alle, die sich in Bad Dürkheim, in den Vereinen, bei der Feuerwehr, bei den Hilfsorganisationen, in der Kommunalpolitik, im Tourismus und in der Kultur, in den sozialen Einrichtungen und den Unternehmen in und für die Stadt engagieren und das trotz aller Einschränkungen und Widrigkeiten. Herzlichen Dank Ihnen allen. Lassen Sie uns frohen Mutes und wild entschlossen in dieses Jahr 2022 gehen, gemeinsam und fröhlich und guter Hoffnung, dass wir unsere Chance nutzen werden, gestärkt aus dieser Krise hervorzugehen. Denn nichts kommt von selbst und nur wenig ist von Dauer. Ich wünsche Ihnen und uns ein gutes und erfolgreiches, ein friedliches und fröhliches Jahr 2022. Bleibt alles anders.